Mal wieder ist ein Paket von Amazon eingetroffen bei mir. Ich muss jedes Video anfangen mit, ich weiß nicht, was drin ist, weil ich weiß es immer wirklich nicht. Das ist das Problem, es trifft halt einfach zu viel ein. Jeden Tag meistens so ein, zwei Pakete. Oh ja, oh, ich liebe es jetzt schon. Ich konnte jetzt schon einen Blick rein. Schweifen lassen. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ich werde es erstmal hier so hinstellen. In der Zeit werde ich den Karton wegpacken. So. Hier haben wir was richtig Feines. Das habe ich nur durch Zufall gesehen. Das ist die State of Decay 2 Collector's Edition. Ist ohne Spiel. Ich glaube, in Deutschland wurde die ohne Spiel ausgeliefert. Ja, ich habe sie im Internet gesehen, habe mich gleich verliebt, habe sie gestern auch erst bestellt, heute schon angekommen. So, sehr schön. State of Decay 2 Collector's Edition, oh Gott, ich werde sie so ins Regal stellen. Nein, ich werde sie nicht so ins Regal stellen, ich werde sie auspacken. Und dann kommt es alles einzeln bei mir ins Regal. Die Box ist zwar wirklich schön, aber... Oh ja, hier haben wir als erstes das leere State of Decay 2 Steelbook. Oh. Das sieht wunderschön aus. Das hätte ich auch gerne mit Spiel bestellt, aber... Was werden wir in meine Nachricht geschrieben? Nein, niemand Wichtiges. So, gut. Dann haben wir hier als zweites den Steelbook-Halter, welcher geformt ist wie ein Gehirn. Ja, ich muss das mal zur Seite legen, kurz. Ja. Okay. Au. Oh. Sehr geil. Es kommt gleich bei mir unten in den Schrank. Es geht gar nicht anders. So, dann haben wir hier noch ein State of Decay 2 Patch. Den werde ich mal auf meine... okay, wo werde ich den drauf? Ich mache den auf meine Paintball-Tasche, kommt der drauf. Andere Leute werden mich dafür hassen. Oh, geil. Dann haben wir hier, glaube ich, es müsste ein 4 GB Stick sein, welcher geformt ist wie ein verdammter Finger. Das ist so geil. Wenn das im Autoradio steckt, was er auch tun wird, sieht es bestimmt sehr nice aus. So, das war es ja eigentlich schon, glaube ich. Außer natürlich noch Warning. Ja, ja, ja. Warning, warning, bla bla. So. Zack. Zack. Ja, ich habe schon von einigen Leuten gehört, die Maske sieht aus wie so eine billige China-Maske. Sie wird auch definitiv aus China kommen. Aber. Oh. Oh. Oh ja. Sie sieht trotzdem ziemlich cool aus. So, andere will... Oh, sollte ich das alles wieder reinstopfen? Nein, ich muss es bei mir. In der Wohnung muss ich es. Ja, in die Vitrine stellen. Anders geht's nicht. So, das war's, glaube ich, schon. Oh, was ist denn das Ding so schwer? Ist da noch ein Stein drunter, oder was? Was soll denn das? Warum ist das Ding so schwer? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein hochwertiger Karton, muss ich sagen. Den ich... werde ich ihn behalten? Nein, ich werde ihn nicht behalten. Gut, das war die Collector's Edition von State of Decay 2. Waren ein paar echt schöne Sachen drin. Kostet natürlich ein bisschen mehr. Hat 31 Euro gekostet. 31,44 Euro, wenn ich mich nicht irre, bei Amazon. Ich werde euch den Link unten reinknallen. Solltet ihr euch durch Zufall das Video angucken,
lasst mir einfach einen Daumen da. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.